Okay, Leute, es geht weiter. Es gibt bestimmte Sachen, die ich gemacht habe. Zuallererst, also ihr wisst ja, wo dieser blaue Geist war, bei Wasser, dieser Wassergeist. Wenn man oben untersucht, kriegt man einen Defensivruf. Wollte ich kurz erwähnen. Und natürlich werden wieder alle Kämpfe rausgeschnitten. Also, warum ich hier bin, es gibt einen bestimmten Grund. In einem Part habe ich außerdem den Weg, einen kurzen Weg von diesem Dungeon geschnitten. Diese Gegnersorte haben wir noch nicht gesehen, okay. Es gibt auch einen bestimmten Grund, warum ich jetzt einfach mit Piccolo hier kämpfe. So trainiere ich meine Charaktere. Man kann so einstellen, dass man nur mit einem Charakter herumläuft. Dann levelt er und kriegt auch die meisten AP und Erfahrungspunkte. Und das ist was sehr Gutes. Und so habe ich das auch gemacht. Okay, so und so. Also erstmal, was habe ich gemacht? Leveln sieht man jetzt kurz. 1200. Höllenspirale verstärken wir mal. Ah, oh, verdammt, ich hätte das eigentlich. Ah. Ah, okay. Also, wie ihr seht, Son Gohan hat. Nein, Son Goku hat irgendwie keine Spezialattacken bisher gelernt. Keine Ahnung warum. Bei ihm ist alles, fast hier alles auf Stufe 3. Warte, das kann ich hier. Zornanzeige kann ich erhöhen. Okay, das habe ich. Tenshin Han. Alles auf Stufe 3. Das erhöhe ich mal, damit das auch alles so gleichmäßig ist. Wir haben Schuh, Stufe 3 alles. Spezialattacken aber fast alles, sind alle auf 2. Da fehlt noch zwei, irgendwie 1540. Und 1440 meine ich. Son Gohan hat schon 3 Stück. Okay, könnte ich bei ihm was verstärken? Eigentlich schon. Soll ich das machen? Ich baue mal TP. Key. Ja, okay, das war's dann. Und Kapseln habe ich auch neu bekommen. Die erste wäre. Wo ist das? Die erste wäre Meisterkürtes Stab. Den bekommt man, wenn man, nachdem man erfahren hat, Son Goku ist wieder da, Dragon Ball suchen, geht man einfach zu Meister Quitte. Spricht ihn an und da gibt euch, ja Leute, ihr seid die neue Generation. Jetzt werdet ihr, jetzt werdet ihr stärker sein und gibt euch diesen Meisterkürtel Stab. Das füllt bei Marunwandern Ki auf. Also das ist dieser Stab hier. Und ich habe noch was gekauft bei im Kamehaus. Das wäre Olongs Nase. Damit findet man Schätze auf den Karten. Also im Dungeon kann man nachgucken. Kann ich ja mal kurz demonstrieren, wie das funktioniert. Schnüff, schnüff. Hier sind wohl null Schätze zu finden. Okay, das war Olongs Nase. Und ja, das wäre dann alles. Cenny-Rausch. Und ich habe alle Möhren, also ich muss gleich abgeben, dann habe ich die ganzen Sachen geholt. Und Set-Kombos, ich habe alle Set-Kombos gemacht. Also ich kann ja nachlesen, wie die funktionieren. Ich habe die alle rausgefunden. Für die Leute, die das nachspielen wollen, so sind die Kombos. Ich zeige euch erstmal langsam. Himmlisches Licht, Kranich-Wolfschlag, Erdbebenstrahl. Geist Untertasse, Viererbelagerung, Kamehameha-Fieber finde ich bisher am heftigsten. Erdlingsschlag, Meteoreinschlag, nicht planetanische, platonische Energie, Dämon Wolf kann ich. Was ich gefunden habe, war noch Geist Untertasse, das war in Bulmas Wohnung, also Capsule Corporation. Ihr wisst ja, diese Frau mit den ganzen Katzen mit den grünen Haaren, die gibt euch Geist Untertasse. Und Saiyajin-Angriff gibt eine Katze bei Babas Haus, also Uranai Baba. Ihr wisst ja, die Pyramide ist. Auf der anderen Seite, also rechts, ist eine pinke Katze, die spricht ihr einfach an und sagt, dann gibt sie euch Saiyajin-Angriff. Also Z-Memo, Saiyajin-Angriff, das wär's. Und ich hoffe, das war nicht zu so schnell. Wenn ja, sagt es mir. Okay, das wär's dann eigentlich. Also. In einem Part habe ich hier auf einmal hier gestartet und das war ein Fehler. Hier gab es einen Weg davor schon. Also, ich zeige euch den Weg, den ich aus Versehen rausgeschnitten habe. Das ist der Weg jetzt. Ich hoffe, keine Zufallskämpfe. Gut. Und hier geht es noch weiter. Hier ist ein langer Weg, den habe ich komplett rausgeschnitten. Keine Ahnung, wie ich das geschnitten habe. Und was ich kurz erwähnen wollte: Die ganzen Spezialattacken, die ich ja gelernt habe. Und hier, dieser Weg da unten, führt euch zu einer Kitze. Okay, neuer Gegner zu einer Kiste.
die irgendwas enthält, aber nichts Wichtiges. Wollte ich nur so kurz erwähnen. Ja, Piccolo ist schon jetzt einigermaßen stark geworden. Und die ganzen Gegner werden von mir hochgenommen. Und Babs. Was ich erwähnen wollte, durch Meisterkultes Stab, wie ich schon gesagt habe, gewinnt man Ki, also zum Beispiel jetzt 382 Ki hat Piccolo, jetzt hat er 383. Also es fühlt sich immer um einen Schritt, wenn ich gehe. Und bitte kein Zufallskampf. Und die Truhe... Habe ich die Fisch schon gezeigt? Ich glaube eher nicht. Also Angriff, Lichtgranate, oder doch? Ach egal, ich zeige den Kampf einfach mal. Damit ich endlich zu Ende reden kann. Also ich zeige euch gleich, wie man an diese Kiste kommt, die im Wasser war. Böser Anschlag. Boah Leute, aber ich musste richtig viel trainieren. Es hat schon lange gedauert, aber wenn ich ein Ziel habe, dann schaffe ich das auch. Olongs Nase hat sowieso 50.000 im Kamihaus gekostet. Also man kann da so an die Kiste rankommen. Also für die Leute, die das nachspielen wollen. Okay, runter. Jetzt haben wir das auch erledigt. Jetzt raus. Also zuerst. Also bei Barbas Haus die Katze. Bei Capsule Corporation, also hier, findet man die grüne Frau. Was habe ich noch entdeckt? Eigentlich nichts mehr. Das war das Wichtigste. Ich habe trainiert und ja, möglich war ja. Und wir gehen gleich zum Teufelsklo und ich habe schon nachgeguckt, ich werde die ganzen Gegner da hochnehmen. Teufelsklo. Also geradeaus, Capsule Corporation und dann, wenn man drin ist, einfach geradeaus und mit der grünen Frau reden, so. Warte, wir können auch wechseln von den Charakteren, die wir wollen. Ich nehme mal, ach, Piccolo will ich mal. Die Leute sollen mal erschrecken. Sie sollen Angst bekommen, ein grüner Mensch. Habt ihr Angst? Und los, okay, die haben keine Angst, die akzeptieren Piccolo. Hier gibt es keine Intoleranz in diesem Spiel. Nein, Leute, keine Intoleranz. Es gibt noch Toleranz. Jeder akzeptiert den Menschen Piccolo. Nein, die Namekiana Piccolo, meine ich. Und bis jetzt froh. Du hast mir insgesamt 1001 Karotten gegeben. Ich fasse es nicht. Unglaublich. Du hast mir über 1000 Karotten gegeben. 1000! Ist das nicht wunderbar? Für mich ist es so wunderbar. Vielen Dank. Ein größeres Geschenk könntest du mir nicht machen. Danke, oh danke. Kanalschlüssel erlangt. Mit den Kanalschlüsseln müssen wir zu einem bestimmten Ort, also zum Turnier, Tournament. Und da gehen wir erstmal rein. Da will ich erstmal ein bisschen rumkämpfen und eine bestimmte Sache holen, die ich unbedingt brauche. In dem nächsten Dungeon eigentlich. Also eigentlich nicht, aber ich brauche es eigentlich. Okay. Piccolo mit seinem Cape. Ach, er ist einfach so mystisch. Okay, das haben wir jetzt auch. Jetzt müssen wir zu Tournament. Und ihr wisst ja noch, da war so ein komisches Tor-Ding da, also eine Falltür. Und hier ist das. Ja, verwenden. Schacht ist offen. Und hier findet man das mystische, geile Objekt. Kanalisation. Okay, erstmal ein bisschen rumgehen. Okay. Ach ja, ich brauche mehrere Charaktere. Sehen wir mal, ob ich ihn auch ohne schaffe. Aber die Gegner halten hier viel aus, das habe ich schon gesehen. Aber die machen nicht so viel Schaden. Wie klausen mir Drachenpulver durch und böser Anschlag. Ein ganz böser Anschlag bei dir. Und weg. Sniper und so. Was? Er will mich verarschen? Er hat mich mit ein... Ach du Kacke. Räche deinen Meister, los. Drachenpulver zurückgebracht. Mit einem Schlag, verdammte Kacke. Okay, ich brauche mehrere Charaktere, aber Piccolo muss ich wiederbeleben. 5 habe ich noch. Okay, ich brauche ein gutes Team. Warte, welches Team war sehr gut, finde ich? Ach so, dieses Team. Ihr werdet auch gleich sehen, warum. Die sind richtig gut, finde ich. Kann ich hier durch? Hä, wieso gibt es dann diesen Weg?
Okay. So. So. Und so. Ja, tja. Wegen das hier und weil die ganzen drei, also von den ganzen drei Charakteren da alle auf mehrere Gegner basieren sind, also ist es gut. Da sterben auch die Gegner viel schneller. Kommt Son Goku mit Energiewellen-Kombo und das klärt alles. Nein. Ach du Scheiße! What? Okay, da zeige ich mal. Höllenansturm habe ich schon. Volle Wunderkraft. Volle Wunderkraft. Er macht über 1000, sage ich jetzt schon. Bams. Verreck. Ich dachte, die lebt noch. Bist du behindert im Kopf oder was? Nein, danke. Oh, komm. Egal, zum Glück greifen sie. Ach, Son Goku ist so behindert. Warte. Okay, ein paar Kämpfe kann ich ja jetzt gleich rausschneiden. Kapseln. Zenirosh brauche ich eigentlich gar nicht. Ich brauche irgendwas, was die Gegner vergiftet, diese Bastarde. Fähigkeiten. Könnte ich das benutzen eigentlich? Warte, von ihm hier. Ich hoffe mal. Okay, damit wird sein Zornanzeige viel schneller aufgefüllt. Höllengranate. Und du hast deine Zornanzeige schon voll? Mach ihn auf maximal. Okay. Okay, jetzt brauche ich ein paar Items, damit ich ein bisschen heile. Ja, okay, das geht schon. Okay, jetzt muss ich den Weg. Und Kämpfe werden wieder rausgeschnitten, die alt sind. Wieso kann kein alter Kampf kommen? Meteor-Kombination. Rengeki und... Ich zeig euch mal Zorn, wenn Son Gohan ausrastet. Für mich findet ihr das auch, weil sie gleich zu Super Saiyan verwandeln wird, aber das ist Geschmackssache oder eher Ansichtssache. Und der Gegner ist noch nicht tot, der lebt noch. Aber diese Gegnersorte haben wir bis noch nicht einmal gesehen. Also in früheren Dungeon. Ach, die kommen mit Gift an. Zorn. Okay, der Bastard ist tot. Ich zeig euch mal den Saiyajin-Angriff. Und Sprit. Hä? Ich dachte. Das war doch der Saiyajin-Angriff, oder? Oder habe ich mich gerade was. Vertuselt? So. Und bei Son Gohan ist er ja so ein bisschen regelmäßig, würde ich mal sagen. Aber ich hoffe, das Gift ist weg. Nein, das Gift ist noch da. Ja, es wäre gedacht. Ach komm, ich will irgendwas gegen Gift haben. Ach, er soll jetzt nicht verrecken. Gehe ich mal kurz raus. Ich hole mir was gegen Gift. Das ist die einzige behinderte Kacke, die ich eigentlich brauche. Gegen Gift. 20 Mal. Ich habe immer noch genügend Geld. Puh. Okay, jetzt geht's einfach mal weiter. Scheiße, dass ich den Kampf nicht gezeigt habe. Naja. Ich habe den Saiyajin-Angriff gemacht. Ich hoffe, ich habe genügend Bohnen. Ja, es geht. Okay. 44. Ach komm, ich mache mal Piccolo rein mal. Damit das irgendwie regelmäßig wird. Mit den Leveln. Okay. Okay, ein Cut. Aber erstmal kurz das scheiß Gift wegmachen. Gifterholung. Okay, das ist weg. Aber dann ein bisschen heilen. Weil Son Goku dann sonst abkratzt. Okay.
Wir sehen uns das nächste Mal.